Ja, huhu, ich bin's, der Koali, und ich erzähle euch heute etwas über Hell Raised, Nightmare oder auf Deutsch heraufbeschworene Hölle, Albtraum. Doch bevor ich euch zeige, was es mit den einzelnen Bossgegnern hier auf sich hat, etwas Grundlegendes zu diesem Dungeon. Die Gegner hier werden einen erhöhten Verteidigungswert haben. Der ist zwar nur leicht erhöht, aber wenn ihr nicht auf euren Trefferwert achtet, dann kann es sein, dass ihr sehr, sehr oft Streiftreffer landet. Also solltet ihr die üblichen 650 Trefferwert als Damage Dealer oder als Tank auf jeden Fall eingepackt haben. Bei den letzten Bossen kann es sogar ratsam sein, auch Fähigkeiten einzupacken, die diesen Trefferwert noch weiter erhöhen können. Zum Beispiel Siedepunkt aus dem Chaosbaum. Das ist ein passiver Skill. Dieser Dungeon arbeitet außerdem mit sogenannten DOTs, das sind Schaden über Zeiteffekte, die von den Spielern gereinigt werden sollten. Dafür empfiehlt es sich, einige Spieler mitzunehmen, die Pistolen oder Schrotflinten mit sich führen, damit sie Zugriff auf Reinigungseffekte wie Win-Win oder CU, auf Deutsch Aufräumen aus dem Schrotflintenbaum, haben. Wenn ihr einen Spieler habt, der einen hohen kritischen Trefferwert hat, kann dieser auch den passiven Skill Advantage Me, auf Deutsch Vorteil Ich, benutzen und somit auf seinem Defensivziel einige Effekte reinigen. Außerdem empfiehlt es sich, Fähigkeiten mit einzupacken, die einem das Ausweichen von Bodeneffekten etwas einfacher machen. Zum Beispiel von der Nebenwaffe den Raketensprung oder von dem oberen Mixed-Baum Speed Freak. In der Videobeschreibung findet ihr in Kurzform, auf welche Stats ihr achten solltet, wenn ihr diesen Dungeon betretet, ob ihr nun DD, Heiler oder Tank seid. Aber ein kurzer Hinweis noch: solltet ihr einen unerfahrenen Tank mit dabei haben, der das Abbrechen von bestimmten Fähigkeiten hier noch nicht geübt hat, dann solltet ihr 3000 oder mehr Leben mitnehmen, wenn ihr Damage Dealer oder Heiler seid, weil es einige Fähigkeiten der Bosse gibt, die euch sonst instant töten können. Aber legen wir los. Wir starten den Dungeon, indem wir den ersten Trash Mob auf der linken Seite erst einmal umgehen, um Zeit zu sparen. Wir folgen dem Tank, der den Weg hoffentlich kennt. Der nächste Trashmob ist ziemlich einfach rauszuschalten. Wir lassen den Tank vorlaufen und töten ihn einfach. Looten nicht vergessen. Und auch der nächste Trashmob wird umgangen, indem wir diese Klippe herunterspringen. Auf der rechten Seite ist der Trashmob, auf der linken Seite springen wir die Klippe herunter, um ihn zu umgehen. Der erste Boss in diesem Dungeon ist die Antimon Ministrix. Und ihr seht die lila Effekte auf dem Boden, die von den Türmen in der Kampfarena erzeugt werden. In diesen Effekten drin zu stehen, wird euch sehr, sehr schnell töten, also gilt es, sie um jeden Preis zu vermeiden. Die Türme werden nach und nach ihren Effekt anschmeißen oder wieder verlieren. Der Tank geht vor und tankt den Gegner an und zieht ihn dann von den Effekten weg. Darauf ist zu achten, dass die Antimon Ministrix eine Fähigkeit namens Makroschock benutzt, was ein Kettenblitz ist. Dieser Effekt muss vom Tank abgebrochen werden, da er sehr, sehr viel Schaden verursacht und von Gegner zu Gegner überspringt. Das heißt, im Ernstfall auch mal mehrere von euch gleichzeitig töten kann. Wenn ihr aber gut ausgewichen seid, dann solltet ihr mit diesem Boss kein Problem gehabt haben. Auf geht's zum nächsten Boss. Beachtet, dass ihr auch beim Herauslaufen aus der Arena die Effekte vermeidet, die die Türme hinterlassen. Der nächste Bosskampf gegen den Zersetzer findet in einer röhrenartigen Arena statt. Die Gruppe wartet in der Mitte der Arena, während der Tank den Boss vom hinteren Ende der Arena nach oben zieht.
Der Tank zieht den Boss an der Gruppe vorbei, sodass diese im Rücken des Bosses steht und ihm von hinten Schaden zufügen kann. Es ist wichtig, nicht vor dem Boss zu stehen, da dieser starke Attacken nach vorne macht. Im Verlaufe des Kampfes wird er eine grüne Kuppel casten und alle sollten darauf achten, in der Kuppel zu stehen. Außerdem füllt sich nach und nach ganz langsam die Arena mit einem Feuereffekt. Solltet ihr es nicht schaffen, den Boss schnell genug zu töten, wird dieser Feuereffekt eure ganze Gruppe vernichten. Der nächste Boss hört auf den lustigen Namen Fest verdrehter Fleischtank. Der Bosskampf findet in einer Arena statt, die aus Lava und mehreren Gittern besteht. Die Gruppe hüpft von Gitter zu Gitter, während der Boss langsam die Gitter eins nach dem anderen mit Feuer versieht, das der Gruppe Schaden zufügt. Der Tank zieht den Boss von Gitter zu Gitter und unterbricht das verbrennende Zeichen, was sonst sehr, sehr viel Schaden zufügt. Sollte eure Gruppe über einen sehr guten Heiler verfügen, dann könnt ihr durchaus einmal auf einer brennenden Plattform stehen bleiben, denn gute Heiler können den Schaden der Plattform gegenheilen. Im Normalfall springt ihr jedoch von der brennenden Plattform weg und achtet dabei, nicht vor dem Boss zu stehen. Zusätzlich achtet darauf, dass der Boss Schaden über Zeiteffekte auf euch legt, die ihr mit Win-Win und Aufräumen von euch reinigt. Bevor wir zum nächsten Boss gelangen, müssen wir zunächst den Trash-Mob, der uns den Weg versperrt, umgehen. Dazu halten wir uns äußerst rechts. Im Kampf gegen den Traumafahrer begegnen uns die Türme mit den lila Effekten wieder. Auch hier gilt es, die Effekte zu vermeiden. Die Arena wird nach und nach rechts und links mit diesen Effekten übersät, während wir den Boss bekämpfen in den Gebieten, in denen kein Effekt ist. Achtet auf die Flächenschäden, die der Boss vor sich zaubert. Ansonsten ist dieser Bosskampf ziemlich einfach. Wenn ihr den Effekten ausweichen könnt und das verbrennende Zeichen abbrecht, solltet ihr kein Problem mehr haben. Achtet auch wieder auf die Schaden über Zeiteffekte und reinigt sie. Auf dem Weg zum vorletzten Endboss werden sich euch wieder Trash-Mobs entgegenstellen, die euch Zeit kosten. Wir laufen mit Sprintboost an ihnen vorbei. Die Trash-Mobs schaffen es nicht, durch die blaue Barriere, die den nächsten Bereich abtrennt. Das heißt, wenn ihr da durchlauft, können sie euch nicht mehr verfolgen. Der Bosskampf gegen die Rekrusia hat mehrere Phasen, die wir euch jetzt zeigen. In der ersten Phase tanken wir sie in der Mitte des Dungeons an und der Tank unterbricht Casts wie Makroschock, die wir schon vom zweiten Boss kennen, und Arcana Lichthof. Solltet ihr einen unerfahrenen Tank haben, verteilt euch bitte im Dungeon, damit ihr nicht alle vom Makroschock getroffen werdet. Und wenn der Arcana Lichthof nicht unterbrochen wird, könnt ihr ihn vermeiden, indem ihr euch nah an den Gegner heranstellt. Auch hier achtet auf die Schaden über Zeiteffekte. Hier seht ihr schon die zweite Phase des Kampfes, in der dämonische Hunde in den Nischen der Arena auftauchen und nach auf die Rekrusia zulaufen. Wir töten die Hunde einen nach dem anderen und achten dabei auf das gelbe Schild, was die Rekrusia in die Mitte der Arena castet. Läuft ein Hund in diesen Schild hinein, dürft ihr nicht auf ihn schießen, denn er wird euren Schaden auf euch zurückreflektieren. Achtet ebenfalls darauf, dass die Rekrusia nach der Phase nicht in ihren eigenen Schild hineinläuft. Der Tank positioniert sich in dem Schild oder in der Richtung des Schildes,
weil die Rekrusia nach der Phase sofort von ihm weglaufen wird, ehe sie ihren ersten Cast macht. Während ihr in der Hundephase der Rekrusia keinen Schaden zufügen könnt, ist es jetzt wieder möglich. Der Tank unterbricht wie immer Makroschock und Arcana Lichtruf. Dann folgt wieder eine Hundephase und ihr solltet die Hunde töten, bevor sie die Rekrusia erreichen oder in den Schild laufen. Um dem Heiler zu helfen, ist es ratsam, hin und wieder die Schaden über Zeiteffekte, die nach und nach auf euch platziert werden, zu reinigen. Nutzt dazu Aufräumen oder Win-Win. Habt ihr alle Hunde besiegt, ist es an der Zeit, der Rekrusia den Rest zu geben. Einfach Schaden machen, so viel ihr könnt. Der Tank achtet wieder darauf, dass sie nicht in ihr eigenes Schild läuft und unterbricht Makroschock und Arcana Lichthof. Wenn ihr die Arena verlasst, stellt sicher, dass niemand mehr an Schaden über Zeiteffekten leidet. Trashmobs werden euch den Weg versperren zum letzten Boss. Eine gängige Taktik, sie schnell zu besiegen, ist, den Tank vorlaufen zu lassen. Er pullt sie hinter sich her, wir laufen an ihnen vorbei. Und der Tank wird sich töten lassen von ihnen. Dadurch laufen sie wieder zurück zu ihrem Ausgangsstandpunkt und ignorieren den Rest der Gruppe. Solltet ihr die Trashmobs dennoch angreifen und besiegen wollen, so achtet darauf, zuerst die geflügelten Dämonen auszuschalten. Diese casten den gelben Schild, der euren Schaden reflektiert. Also zuerst die geflügelten, dann den Rest. Gebt eurer Gruppe nun Zeit, die Fähigkeiten anzupassen für den letzten Bossfight. Ihr braucht mindestens zweimal den Skill Aufräumen. Zusätzlich schaden mehrere Win-Wins nicht. Der Schaden über Zeiteffekt in diesem Bosskampf ist enorm stark und muss deswegen auf jeden Fall gereinigt werden. Je mehr Aufräumen oder Win-Win-Skills ihr dabei habt, desto einfacher wird der Bosskampf. Außerdem solltet ihr Speedfreak und/oder Raketensprung dabei haben, um Effekten auf dem Boden schnell ausweichen zu können. Sprecht euch untereinander ab, wer wann welchen Reinigungsskill verwendet. Als kleiner Tipp: Man kann warten, bis 4 sogenannte Stacks des Schaden über Zeiteffekts auf den Spielern liegen, bevor man sie reinigt. Achtet auf die Reichweite eurer Reinigungseffekte. Während Aufräumen eine sehr große Reichweite hat, die man sogar aus der Anima-Quelle heraus, wenn man gestorben ist, auf die Gruppe übertragen kann, hat Win-Win nur eine sehr kurze Reichweite und die Gruppe muss, um effektiv gereinigt zu werden, nah beieinander stehen. Der Boss an sich hat ein gelbes Schild um sich. Dieses reflektiert Schaden, das heißt, wenn eure Damage-Dealer auf das Schild schießen, werden sie sich selber töten. Um das Schild loszuwerden, muss der Tank den Boss in die gelben Anima-Quellen hineinziehen. Dadurch verliert er für eine bestimmte Zeit den Schild. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass wenn er das Schild zurückerlangt, ihr nicht auf ihn Schaden macht, denn dadurch tötet ihr euch wie gesagt selber. Es ist eine der häufigsten Arten, wie Damage-Dealer in diesem Dungeon sterben. Zunächst zieht der Tank den Boss in die Anima-Quelle und wird ihn von nun an von Quelle zu Quelle ziehen. Dadurch verliert er das Schild und die Damage-Dealer können Schaden machen. Zertrümmern ist ein AOE-Effekt, den er hin und wieder castet und dem auf jeden Fall ausgewichen werden muss oder der vom Tank abgebrochen wird. Ihr solltet im Rücken des Bosses stehen, denn der Boss macht Cleave-Attacken nach vorne, ähnlich dem Boss in Polaris, der einmal auch eine ganze Gruppe auslöschen kann. Die roten Effekte auf dem Boden sind Raketen, die irgendwann einschlagen. Wie ihr seht, verfolgen die roten Kreise euch. Mit Speedfreak könnt ihr ganz einfach vor ihnen ausweichen.
Irgendwann wird der Boss in die Mitte der Arena laufen und große AOE-Flächen um sich herum entstehen lassen. Diese sind absolut tödlich und sollten vermieden werden. An den langen Seitenenden der Arena seid ihr vor ihnen sicher. Nutzt den Raketensprung, um dorthin zu gelangen, und positioniert euch schon einmal an der nächsten Anima-Quelle. Weicht mit Speedfreak den roten Kreisen aus und vergesst nicht dabei, dass ihr auch noch Schaden auf den Boss machen müsst. Zwischendurch vergesst nicht das Reinigen der Schaden über Zeiteffekte. Wenn der Boss das Schild wieder erlangt, hört sofort auf mit dem Schaden. Weicht wieder den roten Kreisen aus und passt auf, wenn der Boss in die Mitte der Arena läuft, weil er dann Schaden macht. Bringt euch in den Seiten in Sicherheit und wartet wieder an der nächsten Anima-Quelle. Sobald ihr das Schild verliert, könnt ihr wieder Schaden machen. Verfolgt den Boss in seinem Rücken, immer darauf achtend, dass ihr vor den roten Kreisen ausweicht. Der Boss hat einen sogenannten Enrage-Counter, das heißt, ihr habt 5 Minuten Zeit, um ihn zu besiegen. Viele Gruppen scheitern an diesem Zeitlimit, denn sie weichen den Bodeneffekten aus und vergessen darüber, ihm Schaden zuzufügen. Nutzt die Zeit, die der Boss braucht, um von der Seite in die Mitte zu laufen, um den großen Bodeneffekt zu casten, damit ihr ihm Schaden zufügen könnt. Gerade der letzte Bosskampf ist extrem wuselig und kompliziert für Anfänger. Und selbst erfahrene Gruppen scheitern oft daran, den Maschinentyranten im ersten Anlauf zu besiegen. Mit etwas Geduld und Übung wird es euch aber mit Sicherheit gelingen. Ich hoffe, ihr fandet diesen Dungeon Guide informativ und hilfreich. Wenn ja, hinterlasst doch bitte einen Daumen nach oben und schreibt etwas Positives in die Kommentare. Wenn nicht, sind wir für konstruktive Kritik immer offen. Bis dahin, tschüss von Koali und vom Netz.